Es sind ja jetzt 10 Jahre, dass ich die erste Krebserkrankung hatte. Und ich merke inzwischen, ich bin jetzt 64 Jahre, habe ich mich ganz gelöst, auch von diesem äußeren Rahmen, wer sein zu wollen, diszipliniert zu sein, was Bestimmtes ausstrahlen zu müssen, zu sollen. Also es hat sich so verändert in ein, ich darf alles tun, ich kann alles tun, aber ich muss es nicht so tun. Und wie war das eigentlich? Diszipliniert zu sein, 3 Kinder zu haben, Haus, Garten und alles gleichzeitig, ein Naturkostladen und die Arbeit. Ich bin auch Physiotherapeutin, damals habe ich den Beruf sehr gerne ausgeübt. Ja, ich weiß heute manchmal gar nicht mehr, wie war das denn? So viele Spuren und ich habe einfach super gut funktioniert. Also diese Auseinandersetzung mit dem Sterben war gerade durch diese Sarkome, die ich hatte, sehr, sehr stark da. Es war eine intensive Krise. Ich habe auch ganz, ganz viel geweint in dieser Zeit und habe mich als Opfer gefühlt. Aber dies anzunehmen, dass ich keine Kontrolle mehr habe, dass einfach etwas mit mir passiert, was ich nicht im Griff habe, das war die schwerste Lernübung für mich. Ja. Es geht einfach tiefer, tiefer runter. Und ja, ich wirklich den Boden verloren zu haben und nicht zu wissen, werde ich am Boden irgendwann wieder ankommen oder werde ich sterben? Es war die größte Motivation, irgendwann zu merken, ich will aber leben. Erst überleben und ja, ich will leben und das Leben ist so schön. Und ja, wer bin ich denn jetzt ohne Arbeit? Ich will aber keine Krebspatientin nur sein, also darüber definieren, das stimmt auch nicht. Also der Krebs ist da, man kann ihn nicht übersehen, man muss ihm quasi ins Auge schauen, aber gleichzeitig, wie werde ich denn jetzt wieder los? Was, ja, wer bin ich denn wirklich und wo geht's denn weiter? Und die wesentliche Frage ist wirklich die zu fragen, was will ich wirklich? Mein Mann war zur gleichen Zeit, als ich das zweite Mal Krebs bekam, ist er in Rente gegangen. Und also ich hatte Angst vor dieser Konfrontation der Nähe in der Beziehung, dass wir beide zu Hause sind. Das war für mich undenkbar. Und ich wollte nicht, dass er mir etwas überstülpt, was ich selber für mich erst neu finden wollte. Es geht zu sagen, nimmst du mich mal in den Arm? Aber ich habe dann auch gelernt zu sagen, ich möchte heute Abend einfach in meinem Bett schlafen. Also so diese, das zuzulassen, das war ein Lernprozess in der Beziehung. Ja. Es gibt kein richtig und kein falsch. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss das machen, ich muss das machen und das wird mir helfen. Und so mehr und mehr merke ich, es ist völlig egal. Ich entscheide mich für irgendetwas und lasse es dann zu, lasse es dann wirken und glaube auch daran, dass es wirkt. Aber letztendlich, ich kann es nicht wissen, ich muss es einfach immer wieder loslassen.